Gut, Irene braucht jetzt eine neue Brille. Und ich hatte immer noch keinen Job. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn du keinen Job hast, suchst du ja einfach einen Typen, der einen Job hat. Und dann hat mich einer mal gefragt, wie muss eigentlich dein Traumprinz aussehen? Wie sollte der sein? Und da habe ich gesagt, leise. Oder? Weißt du, morgens nach dem Ficken leise aufstehen, Geld leise auf den Nachttisch legen, leise die Sachen hochnehmen, leise rückwärts zur Tür schleichen und leise die Tür von außen zumachen. Ja. Aber so ihn fitzt ja nicht. Da bin ich zu meiner besten Freundin Britney und hab gesagt, Britney, Mensch, mit der ich bei Kunden einkaufen war. Hab gesagt, Britney, Mensch, es ist so schwer, einen Traummann zu finden. Da sagt die Olle doch zu mir, sie hätte ihren schon gefunden. Ich sag, was hast du? Sie so, naja, ihren Traumprinzen hat sie. Ich sag, was hast du denn für einen Traumprinz? Und sie so, na, der René. Ich sag, was denn für ein René? Und sie so, na, der René. Ich sag, der René. Und sie so, ja, der René. Ich sag, der René, der ist doch schwul. Und sie so, nein, der ist nicht. Ich sag, Britney, der fährt smart, hallo. Nein, der ist nicht. Ich sag, Britney, meinst du, er hat sich die Strähnchen machen lassen, damit man ihn aus dem All besser erkennt? Nein, der ist nicht. Ich sag, Britney, meinst du, er rennt durch den Darkroom, weil er eine Lichtallergie hat? Nein, der ist nicht schwul, der ist metrosexuell. Ich sag, was ist metrosexuell? Ficken in der U-Bahn oder was? Und sie so, nein, Metrosexuelle werden Kerle, die ihre Weiblichkeit leben. Ich sag, nee, Britney, das sind Lesben. Und sie so, nein, der René möchte gern das Leben mit ihr teilen. Ich sag, Britney, das Einzige, was der mit dir teilen möchte, ist dein Kleiderschrank und dein Lipgloss. Mit Apfelgeschmack, weil René ist Vegetarier. Und sie so, nein, der nimmt kleine Lipgloss, er macht sich nur dezent die Augen. Hab ich gesagt, dann ist er natürlich nicht schwul. Ich sag, was ist denn dann? Homo oder was? Ich muss wirklich dazu sagen, ich hab nichts gegen Schwule und Lesben, aber ich hasse dieses metrosexuelle Socks, oder? Stinken wie eine ganze Parfümerie, kleiden sich in Deutsche und Japaner